im Bett. Der schwarze Mann im Schrank. Lissy hat Angst vor Spinnen. Esther vor Paladinen, die ihr mal den Kopf abgeschlagen haben. Und ich will nichts falsch machen und schuld sein, wenn meinen Freunden etwas Schlimmes passiert. Aber du kannst es nicht verhindern. Ihr beide werdet diese Höhle nicht lebend verlassen. Und dann hole ich mir deine Freunde, einen nach dem anderen. Du bist nicht real. Pfeile und Bolzen fliegen einfach durch dich hindurch. Nichts kann mich verletzen. Ihr seid verloren. Verzweifelt. Du bist nicht real. Du hast nur Macht, weil wir sie dir verleihen. Nein, ich bin real. Ich werde deine Freunde töten. Ja, dann tu es. Friss sie auf, da liegt sie. Ich werde dich mit meinen vielen Beinen abtasten und ich werde dich beißen. Nein, wirst du nicht. Die Spinne ist nicht real, Lissy. Doch, Angst ist real. Lass dich nicht von der Angst lähmen, Lissy. Sei mutig. Warum weichst du zurück? Du wolltest sie doch beißen. Ja, warum soll ich Angst vor dir haben, wenn du mir eigentlich gar nichts tun kannst? Aber wenn doch. Man kann nie wissen. Das Risiko gehe ich ein. Ihr könnt mich nicht vernichten! Ich bin immer da! Aber wir können dich kontrollieren. Das ist selber die Angst gewesen. Alles okay? Drum sitzt ja auch immer Gespenster. Geht schon wieder. Ja. Ja, dann schauen wir uns mal. Ein Mann, der freundlich dem Betrachter zuwinkt. Er trägt ein Namensschild. Er heißt Klaus. Kapiere ich nicht. Alle möglichen kleinen Gegenstände und auch ein paar Kleidungsstücke. Dieses Ding hat sich an der Angst seiner Opfer gelabt. Es hat sie krank gemacht, vielleicht sogar verrückt. Sie konnten an nichts anderes mehr denken, haben nichts mehr gegessen. Und niemand im Dorf wusste, was geschehen ist. Trotz meiner Zeit in Seefels kenne ich mich mit Fischen nicht gut aus. Ich bin ein Bergkind. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es sich bei diesem Fisch um einen Delfin handelt. Das erklärt auch, warum er mit der Schwimmerin spielen will. Das soll ja auch für das Fressen. Das Bild eines Clowns. Witzig. Esther hat noch keinen Mucks von sich gegeben. Ich hoffe, sie ist in Ordnung. Und ich hoffe, sie kann laufen. Es wäre ein langer Weg zurück, wenn ich sie tragen müsste. Esther, wie geht es dir? Er wird mir den Kopf abschlagen. Und dann kann ich mich nicht mehr um Gulliver und Maid kümmern. Gulliver und Maid geht es gut. Die beiden warten am Lagerfeuer auf dich. Ja, noch geht es ihnen gut, aber der Paladin will mir den Kopf abschlagen. Und wer kümmert sich dann um die beiden? Es gibt keinen Paladin mehr und es gab auch nie einen. Es war eine Art Trugbild, um dir Angst zu machen. Doch, ich habe ihn gesehen. Er will meine Familie holen. Keine Angst, Esther. Dieses Ding ist fort. Es kann dir nichts tun. Der Paladin, er will mir den Kopf abschlagen. Wer soll sich dann um meine beiden Jungs kümmern? Schau mich an, Esther. Hier ist niemand, der dir etwas Böses will. Der Geist ist verschwunden. Er ist weg? Er ist weg und er kommt nicht wieder, solange du ihn nicht lässt. Er hat gesagt, er will sich Nate holen. Sobald er mir wieder den Kopf abgeschlagen hat, will er sich meinen kleinen Jungen holen. Dazu wird es nicht kommen. Ich erkläre es dir, aber nicht hier. Lass uns zu Nate und Gulliver ans warme Feuer gehen. In Ordnung? Ja, ja. Oh, danke, Wilbur. Super, Wilbur.
Ziemlich furchteinflößender Gegner, oder? Ja, was glaubst du, ist es? Ein Dämon? Ein Geist? Ich glaube, nach dem Tod des Hexenmeisters hatten die Leute im Dorf so große Angst, dass etwas Schlimmes passieren würde, dass es dann auch tatsächlich passiert ist. Und hätten sie keine Angst gehabt, wären sie alle noch da? Ich weiß nicht. Mein Onkel Ludok hatte ständig Angst, krank zu sein. Das hat ihn krank gemacht. Und wenn du zu viel Angst vor dem Tod hast, vergisst du darüber das Leben. Weißt du, was ich meine? Du bist ein Philosoph, Wilbur Wetterquarz. Ich habe nur in letzter Zeit viel darüber nachgedacht, dass es besser ist, Dinge zu tun und vielleicht zu scheitern, als Angst davor zu haben und gar nichts zu tun. Jo, diesmal düsen wir. Ich kenne zwei, die sehnsüchtig auf dich warten, Esther. Und ich kenne jemanden, der uns einen Sack voll Gold schuldet. Kommt, gehen wir. Dann gab es nie einen Fluch? So ist es. Keinen Fluch, keine reale Bedrohung. Erst die Angst davor hat sie real werden lassen. Ich werde zukünftig versuchen, nicht immer gleich das Schlimmste zu vermuten. Ja, seien Sie neugierig. Fangen Sie damit an, dass Sie meine Zombie-Freunde in Ihrem Dorf willkommen heißen. Wir werden sehen. Ich werde zumindest mal mit Ihnen reden. Das ist immer ein guter Anfang. Wenn ich mich nicht irre, haben Sie demjenigen, der den kopflosen Reiter zur Strecke bringt, einen Sack voll Gold versprochen. Natürlich. Und du hast ihn dir verdient. Wir haben ihn uns verdient. Lissy und ich machen halbe halbe. Genau wie es abgemacht war. Na. Wir sehen uns. Und weg. Oh, ja. Bis später. Da war nichts mehr. Warum hat sich Ihnen die Angst in Form eines kopflosen Reiters gezeigt? Mein Großvater hat mir früher immer eine Geschichte von einem kopflosen Reiter erzählt. Ich hatte große Angst davor, aber es war auch meine Lieblingsgeschichte. Und wenn es erst einmal genug Hysterie gibt, hält man alles für möglich. Sogar, dass Spukgestalten real sind. Sie wissen jetzt, wie Sie sich gegen den Fluch wehren können. Können Sie mir dann jetzt bitte den Weg zum alten Van Buren-Schloss zeigen? Natürlich. Dir und der bezaubernden jungen Dame. Das wurde aber auch mal Zeit. Ich mache eine genaue Karte. Ich werde bestimmt noch ein paar Mal vom Schloss ins Dorf und zurückreisen müssen. Meine Freunde sind hier und Timmy ist immer noch irgendwo im Wald. Ist mir recht. Brechen wir auf. Juhu! Ja. Furchtlos. Ja, genau. Danke, Herr Whale. Ich habe mir den Weg genau aufgemalt. So können wir jederzeit zurück ins Dorf, wenn es nötig werden sollte. Ist mir egal. Ich verlasse das Schloss nur noch einmal. Mit ein paar Kisten voll Gold. Wie meinen Sie das? Ganz schön heruntergekommen, oder? Das Schloss wird durch deine Anwesenheit erblühen. Genau wie ich. Vladi! Mein Mondschein. Du kannst dir nicht vorstellen, was mir passiert ist. Ich brauche sofort ein Bad. Aber natürlich, meine Liebe. Danach vielleicht ein leichtes Abendessen. Und dann sehen wir mal, was der Abend noch so bringt. Bist du ihr Diener? Nein, ich... Willst du mein Diener sein? Mein Igor ist vor einem Jahr gestorben. Dieses Mal wohl endgültig. Eigentlich wollte ich... Putz dir die Schuhe ab, sonst musst du nur alles wieder sauber machen. Aber... Okay, das heißt, wir können uns einfach bewegen, wie wir wollen. Aber ich glaube, wir lassen es halt. Ja. Gut, ich kann nicht mehr. Ich bin schon ganz unkonzentriert. Eh schon so lange. Also, dann bis zum nächsten Mal. Bis Tschüss. Dann. Tschüss.